So, liebe RC-Freunde, heute ist es soweit. Mein Erstflug steht an. Das heißt, meine fliegende Schrankwand, da steht sie, wird heute das erste Mal durch die Luft bewegt. Das Wetter ist heute leicht, ja, es ist zugezogen, ist nicht so brüllend heiß, geht eine angenehme leichte Brise. Ich habe diesmal mein Fluggelände, einen Flugplatz ausgewählt, der ist nicht auf meiner Homepage erwähnt. Ich habe ihn eigentlich nur zum Fliegen von irgendwelchen Flächenmodellen, wo ich nicht weiß, wie sie sich verhalten, wo ich viel Platz brauche. Und wie ihr sehen könnt, ich schwenke mal die nächsten Bäume oder Gefahrenteile oder Bäume, die einem zur Gefahr werden könnten, sind sehr weit weg. Und hier die Riesenwiese, daneben ein Kornfeld und im Rücken einen gemähten Acker. Leute, da habe ich richtig viel Auslauf. Da dürfte diese fliegende Schrankwand kein Problem bereiten. So, ich habe soweit alles eingestellt. Funke ist bereit. Ich habe ein bisschen mit der Technik zu kämpfen gehabt. Meine Querruder waren absolut verkehrt eingestellt. Gott sei Dank noch bemerkt. Technik ist drin. Hier ist noch eine Spinne, die will mit an Bord. So. So sieht es hier drin aus. Alles soweit reingestopft. Ich habe hier auch meinen Stabi drin. Ich habe soweit alles eingestellt. Akku, ein 5000er 3S Akku, den hatte ich noch liegen. Den nehme ich natürlich, weil damit auch der Schwerpunkt erstaunlicherweise saugut passt. Klappe zu, Affe tot. Antenne, hier oben eine rausgeführt und die andere liegt hier vorne drin. Ich denke mal, dass ich da kein Problem mitkriegen werde. Des Weiteren habe ich den E-Prop installiert und der hat auch genug Saft, wie ich denke. Ich zeige euch das mal. Das Ding liegt hier auf dem Acker und schiebt das Ding trotzdem vorwärts. Also, ich bin guter Dinge, werde diese fliegende Schrankwand jetzt mal durch die Luft bewegen. Bin ganz aufgeregt. Hoffe, dass das Ganze nicht in einer Bruchlandung endet. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Ihr seid wie immer live dabei und auf geht es. Okidoki. Funke einhaken. Gut umbinden. Start. Normal. Okay, hier ist soweit alles. Ruderausschläge. Wichtig ist, ich lenke nach rechts. Rechts geht hoch, links geht runter. Flügel wird runtergedrückt, dadurch, dass er rechts hoch geht. Er fliegt nach rechts. So. Auch hier ist, ich lenke nach rechts. Das Seitenruder schlägt nach rechts ein und drückt den Flieger so rum. Alles richtig. Und Luftschrauber bewegt sich auch. Okay. Erstmal Motor aus. Da hat gutes Stück angehoben. Die fliegende Schrankwand. So, Motor an. Motor an. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich denke mal, dass wir mit dem Flieger einfach mal hier rüber werfen. Ach, den Schwerpunkt, den wollte ich ja noch mal prüfen. Ganz wichtig, hier habe ich die Punkte markiert. Ich hoffe, dass das stimmt. Und, passt. Passt saugut. Jetzt wollen wir mal schauen, was er zieht oder drückt. Oh ja. Okay, dann wollen wir mal. Er ist in der Luft. Jetzt geht es darum. Haben wir irgendwelche Schalter hier betätigt? Motor aus, Motor an. Ups, Motor aus, Motor an. Ein bisschen Höhe gewinnen. Jo, jetzt sagen wir, er fliegt, ne? So, machen wir Automatik rein. Stabi 3D. Automatik. Stabi Automatik. So, jetzt sollte die Automatik, ich weiß nicht, ob ich den Poti ein bisschen zu stark. Nimm mal Stabi mal aus.
Ah, ist aber noch eine beeindruckende Akustik, die er hier uns bietet. Motor mal aus. Jo. Ja, fliegt sich gut. Auch ein bisschen Stoff geben. Wollen wir mal testen, wie schnell wird er. Jo, Looping ist locker drin. Rolle über die Längsachse. Das wäre beinahe eine Ruse gegangen. Gut. Also, da ist er nicht ganz so. Also, man sollte hier schon ein bisschen Höhe haben, wie ihr gesehen habt. Mal Seitenruder testen. Ah, ja. Ja. Yeah. Ah, ein bisschen Langsamflug testen. Er neigt immer so ein bisschen dazu. Wie ist denn eigentlich Antennenpegel? Oh. Ich glaube, ich muss die Antenne etwas anders verlegen. Ich habe, obwohl, er zeigt immer noch 100% an. Aber hier auf, ja, jetzt ist er wieder ein bisschen besser. Ich glaube, ich habe eine gewisse Abschattung bei der zweiten Antenne, die längs drin liegt. Ich werde die wahrscheinlich am besten nach unten durchführen. Ich hatte gerade eine 4 auf einer Antenne. Ich glaube, das ist die, die seitlich im Rumpf liegt. Das sollte ich, glaube ich, mir nochmal überlegen, ob ich die wirklich so behalten will. Ansonsten, ja, fliegt sich gut. Halbgas. Halbgas zieht da gut seine Kreise. Mal gucken, ob wir ein bisschen Thermik finden. Ich habe den Wind so ein bisschen hier von der linken Seite. Ah, jetzt kommen wieder die Bremsen. Gehen wir mal nochmal auf Autopilot. Automatik. Ah, passt nicht. Stabi deaktiviert. Passt eindeutig nicht. Den Stabi muss ich, glaube ich, nochmal kalibrieren. Ich hatte den kalibriert, da lag der so blöd auf der Wiese. Kann ich also knicken. Muss ich nochmal in der Garage schön mit der Wasserwaage ausnivellieren, das Ding. Ja, fliegt sich wie der Easy Star eigentlich. Ja, Hände los. Ich habe jetzt kein Autostabi aktiv. Das Ding fliegt schön gemütlich mit, ja, ein Drittel Gas. Vollgas und er zieht sofort mächtig durch. Jetzt nehme ich es wieder zurück. Geht wie es, ja, wie verrückt, wie es Katzenficken, hätte ich es beinahe gesagt. Fliegt sich echt gemütlich und er neigt auch dazu, bei einer gewissen Geschwindigkeit, also wenn man Strömungsabriss hat, sackt da durch, kriegt Fahrt und baut sich wieder auf. Also er ist eigentlich, ich sag mal so, ein absolut narrensicherer Flieger, lässt sich super easy, ja, wie das gute Stück von Multiplex fliegen. Ich will mal gucken, ob ich hier einen ordentlichen Landeanflug hinkriege. Ich hätte noch die Option mit den Landklappen, aber die will ich jetzt beim besten Willen mal nicht testen. Supi! So,
Der Teil ist gelandet. Mechanik, alles noch in Ordnung. Und hier können wir auch noch ein bisschen Rasen mähen, wie ihr seht. Das Ding ist Sahne. Also, ein E-Prop ist wirklich nicht zu verkennen. Ich muss mal ein bisschen hier die Viecher vom Teil runter machen. Okay. Fliegt sich echt gut, muss ich echt sagen. Jetzt will ich mal gucken, wie warm wird denn unser Regler. Mächtig warm, mächtig warm. Da verbrennt man sich bald die Finger dran. Da werde ich wohl eventuell für Ersatz sorgen. Da ist schon durch die Hitze das gute Stück hat sich vom Klebeband, vom Klettband gelöst und ist runtergerutscht. Da ist ab. Seht das? Hat sich gelöst. Ist so heiß geworden. Ich glaube, den sollte ich nicht ankleben. Ich glaube, ich sollte eher hier ein bisschen in die Tasche greifen und einen etwas leistungsstärkeren einbauen. Hier ist ein 40 Ampere drin. Aber was 40 Ampere heißt, wenn 40 Ampere die Chinesen draufschreiben, sind manchmal auch nur 20 Ampere möglich. Also, von meiner Seite her, Testflug bestanden. Mal Motor aus, bevor ich hier mir die Finger verhaspel. Thermisch, das Ding ist kalt. Motorkühlung funktioniert also sehr gut. Ja, stellen wir mal wieder hin. Okay, Testflug bestanden. Wie ihr gesehen habt, ich hatte gerade mal so eine kritische Situation. Ich wollte eine Längsrolle machen. Die wäre beinahe mit einem Super Crash geendet. Aber eine gewisse Erfahrung hat man ja mittlerweile und konnte das Ganze gezielt aus dieser Gefahr heraussteuern. Der Propeller hat saumäßig viel Schub. Der Regler da drin, habt ihr gesehen, der wird verdammt heiß und das macht mir ein bisschen Kopfschmerzen. Ich werde da wohl einen 60er oder 80 Ampere Regler No Name reinbauen. Es muss da nicht irgendein sauteures Teil sein, aber der muss eindeutig mehr Dampf vertragen können. Den werde ich einbauen, weil sonst raucht mir das Ding hinterher noch ab. Ne? Okay, von meiner Seite her muss ich sagen, alles glatt gegangen, alles super gelaufen. Und ich konnte das auch, ich habe jetzt eine Jacke an, weil ich hatte gestern hier versucht, meinen Erstflug zu starten. Ich habe ausgepackt, ich war im T-Shirt und dann haben mich die Bremsen hier dermaßen attackiert, dass es nicht auszuhalten war. Deswegen habe ich heute lange Hose, bin relativ zugeknöpft. Obwohl es schwül warm ist, nur damit mich die Biester hier nicht auffressen. Okay, wie sieht es überhaupt mit der Spannung aus? Ich habe ja in meinen Fliegern überall einen Muli drin von Yeti. Der zeigt mir permanent an, während ich fliege, wie viel Spannung noch in der Batterie steckt. Es zeigt mir zwar nicht die Ampere-Leistung an oder vielmehr den Ampere-Verbrauch, aber es zeigt mir an, wie viel Volt in den Akkus noch stecken. Wir wissen alle, Lithium-Polymer-Akkus dürfen wir nicht unter 3,3 Volt ist die absolute Schmerzgrenze. Danach gehen die Dinger kaputt. Ich fliege eigentlich meine Akkus beim Segelflieger so 3,6 Volt, 3,5 Volt. Dann hat man immer noch ausgiebig Zeit, das Ding runterzukriegen. Jetzt möchte ich euch mal was zeigen. Hier haben wir die Anzeige. Flugzeit 8 Minuten. Voltanzeige 4,07 Volt. Tja, bei dem Verbrauch, ich bin jetzt nicht hammermäßig geflogen, aber bei dem Verbrauch, denke ich mal, kommen wir locker auf eine halbe Stunde bis eine Stunde Flugzeit mit diesem Akku. Also da würde den meisten wahrscheinlich auch nach der Hälfte die Lust vergehen. Wir wollen ja nur FPV-Fliegen machen und somit habt ihr damit ausgiebig Zeit, in der Luft zu bleiben. Ihr müsst nicht nach 8 Minuten landen. No? Also in diesem Sinne, macht's gut, allzeit guten Flug und noch eine noch bessere Landung wünsche ich euch. Tschüss.